Das erste iPhone wurde im Jahr 2007 von vielen Kritikern als viel zu groß bezeichnet mit seinen 3,5 Zoll, was natürlich aus heutiger Sicht lächerlich ist. Im Jahr 2012 wurde das Gerät dann 4 Zoll groß und da war die Konkurrenz eigentlich auch schon viel weiter, weswegen Apple mit dem iPhone 6 auf 4,7 und 5,5 Zoll nachzog. Nicht jedem hat das gefallen, mich eingeschlossen. Wie ihr gleich sehen werdet, war dieses iPhone SE Review wirklich aufwendig in der Produktion und es war mir wirklich sehr wichtig und es lag mir wirklich nah am Herzen, das Ganze ohne Vorurteile im Alltag zu nutzen und es nicht im Review irgendwie zu haten, weil es so klein ist oder übertrieben in den Himmel zu loben, weil es halt Apple ist und jetzt, wo das geklärt wäre, los mit dem Review. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass das iPhone SE genauso aussieht wie ein iPhone 5S, also wirklich genau gleich. Bis auf einen kleinen Hinweis auf der Rückseite wird niemand erkennen, dass ihr hier das neue, alte iPhone habt und das hat natürlich auch Vorteile. Es wird euch keiner mit Neid begegnen und geklaut werden wird es euch wahrscheinlich auch nicht so oft wie ein iPhone 6. Einige beschweren sich jetzt vielleicht, dass sie gerne ein neues Design gehabt hätten und ich verstehe das, aber ich fand das iPhone 5S sowieso schon immer schöner als das 6er, weil es viel hochwertiger und zeitloser aussieht und auch sicherer an der Hand liegt. Es ist in meinen Augen auch in 2016 immer noch so schön wie seinerzeit in 2013. Eine wirklich interessante Frage für mich war aber, Kilian, wie gut kommst du mit einem 4 Zoll Smartphone in 2016 klar, wo du doch eigentlich ein 5,7 Zoll Gerät nutzt? Die überraschende Antwort, ja, ich komme damit klar. Nur Videos gucken, Texte lesen und Nachrichten schreiben war am Anfang natürlich gewöhnungsbedürftig, aber mit dem Daumen wirklich jede Ecke kommen zu können, ohne sich verrenken zu müssen, ist etwas, das ich seit einiger Zeit vermisst habe. Und witzigerweise fühlte sich mein Moto X Style schon nach einer Woche mit dem iPhone SE wie ein Tablet, also viel zu groß an. Doch es gab natürlich auch Schwierigkeiten. Recht schnell habe ich es mir angewöhnt, Nachrichten im Querformat zu schreiben, weil ich mich da viel weniger vertippt habe, wie in den guten alten Zeiten eben. Zur Größe kann ich jetzt nach 3 Wochen sagen, dass alles, was mit Medienkonsum zu tun hat, auf einem größeren Smartphone natürlich mehr Spaß macht. Aber Leute, die an iPhone 4S oder 5 gewöhnt sind, haben damit sicherlich gar keine Probleme. Schade fand ich nur, dass Apple bei dem Display nichts besser gemacht hat als im iPhone 5S. Es gibt weder 3D-Touch, noch eine bessere Auflösung, noch die knalligen Farben oder die geilen Kontraste vom iPhone 6 Display. Ich denke aber mal, Apple ist diesen Schritt gegangen, weil sie wahrscheinlich nicht wussten, wie ein kleines iPhone in 2016 ankommen würde und daher mit günstigeren Bauteilen auf der sicheren Seite sein wollten. Schade. Kein Kompromiss sind sie hingegen beim Prozessor eingegangen. Das ist der Apple A9, ein wirklich außerordentlich guter Chip, der alles flüssig und mit kurzen Ladezeiten darstellt. In der gesamten Zeit, in der ich es benutzt habe, hat es sich nicht einmal aufgehängt oder geruckelt. Unter anderem deswegen habe ich mich neu in das Betriebssystem iOS verliebt. Überall sind wunderschöne Animationen, alles ist verständlich aufgebaut und einige Apps sind gar nicht bei Android vorhanden, wie zum Beispiel die App Clear oder nicht so gut wie Spotify. iOS ist sicherlich nicht perfekt und es widerstrebt mir nach wie vor, Apps, die ich nicht sehen möchte, in einen Ordner packen zu müssen und sie nicht deinstallieren zu können wie bei Android oder Dateien nicht in Safari downloaden zu können, doch trotzdem gefällt es mir deutlich besser als seinerzeit auf dem iPhone 6S, weil es da noch relativ unstabil lief. Und wisst ihr was? Auf dem iPhone SE macht iOS deutlich mehr Sinn als auf größeren Geräten, weil man mit dem Daumen in jede Ecke kommt und sehr oft Elemente oben in diese Ecke sind, wo man eben immer oft hinklicken muss und mit einem kleineren Gerät geht es viel besser. Eine zukunftssichere Sache hat das iPhone SE sogar noch, die anderen Geräte auch nicht so haben. Denn wegen der kleinen Displayauflösung und dem starken Prozessor wird es, denke ich, noch jahrelang viele Updates bekommen und schnell bleiben. Ein weiteres Apple-typisches Merkmal ist die ausgezeichnete Kamera. Im iPhone SE ist das dieselbe wie im iPad Pro und im iPhone 6S. Meiner Erfahrung nach sind die Kameras im Galaxy S7 und im Nexus 6P besser. Doch die beiden kosten ja auch mehr. Der Sensor mit seinen 12 Megapixeln kann 4K-Videos aufnehmen und sorgt im Allgemeinen meist für sehr schöne, einfach zu machende Bilder. Also auch eure Eltern bekommen damit tolle Schnappschüsse hin und können FaceTime-Anrufe machen. Jetzt kommen wir aber mal zu einer Stelle, an der viele Leute negativ über das iPhone SE herziehen. Die Frontkamera hat nämlich nur 1,2 Megapixel. Und versteht mich jetzt nicht falsch, geil finde ich das auch nicht und mehr Megapixel sind in so einem Fall irgendwie immer besser, aber wirklich negativ aufgefallen ist mir das kein einziges Mal, weil ich bei Selfies eigentlich nie näher heranzoome und die Kamera hauptsächlich für Snapchat oder FaceTime benutze und da stört das überhaupt nicht. Also wer wirklich eine Großaufnahme von seiner Nase benötigt, ist hier an der falschen Adresse. Den Display Retina Flash gibt es beim iPhone SE trotzdem. Man kann also auch im Dunkeln helle Bilder machen. Zum Schluss kommen wir noch zum Akku. Der wird in vielen Reviews und von vielen Webseiten sehr gelobt, aber seien wir mal ganz ehrlich,
So genial fand ich den leider nicht. Man kann bei Apple ja leider nicht wie bei Android einsehen, wie lang das Display über den Tag an war. Aber ich schätze mal, so 3-4 Stunden sind drin, wenn man Glück hat. Im Allgemeinen habe ich den Akku aber immer noch mal aufladen müssen, bevor ich abends weggegangen bin. Ich denke mal, die guten Ergebnisse in manchen Reviews kommen eben daher, dass die Geräte einfach mit eingeschaltetem Display so lange liegen gelassen wurden, bis der Akku leer war und dann hat man da halt die Zeit gemessen. Beim iPhone SE ist die Zeit halt so gut, weil das Display so klein ist. Aber im Alltag, wo man Mails abruft, telefoniert und im Internet surft, da hält es eben nicht ganz so lange durch wie in irgendeinem Testlabor. Aber immerhin, der Akku lädt schnell wieder auf und als normaler Benutzer kommt man damit locker durch einen Tag, also versteht mich jetzt nicht falsch. Was ist jetzt also mein Fazit beim iPhone SE? Nun, groß bedeutet nicht gleich besser und tatsächlich würde ich mir das iPhone SE eher als das iPhone 6S kaufen. Schade finde ich es nur, dass sie praktisch ein besseres iPhone 5S und kein kleineres iPhone 6S gebaut haben. Dafür fehlt mir einfach das bessere Display, 3D-Touch oder der Haptik-Feedback-Vibrationsmotor. Aber dafür ist halt der Preis für Apple-Verhältnisse bei 490€ für 16 GB, was insgesamt zu teuer ist, relativ niedrig. Gibt es vergleichbare Smartphones für diesen Preis? Ja, gibt es. Gibt es vergleichbare Smartphones in dieser Größe? Nein, kein einziges. Und das ist gut für Apple. Denn ein 4 Zoll Smartphone ist wirklich, wie Steve Jobs damals sagte, optimal und passt perfekt in einer Hand. Das kann man nicht leugnen. Und deswegen ist das iPhone SE für mich auch irgendwie die Steve Jobs Edition.